ThyssenKrupp und der indische Konkurrent Tata wollen ihr Stahlgeschäft zusammenlegen. Auf deutscher Seite gibt es dazu nun ein Abkommen mit dem Betriebsrat. ThyssenKrupp Quelle: Rolf Wennenberndt, Deutsche Presseagentur. Im Streit um die Fusion der Stahlsparte von ThyssenKrupp mit Tata haben sich die Konzernspitze und der Betriebsrat geeinigt. Den Arbeitnehmern wurden Beschäftigungsgarantien bis 2026 zugesagt, sagte ein Sprecher der IG Metall NRW. Die Garantie gilt demnach für den Erhalt sämtlicher Standorte und auch für Anlagen und Mitarbeiter, die in das geplante Gemeinschaftsunternehmen mit dem indischen Konkurrenten Tata gehen. Außerdem solle jedes Jahr für 400 Millionen Euro investiert werden.